Die jüdische Gemeinde ist genauso eine kirchensteuererhebende Körperschaft wie die katholische oder die evangelische Kirche. Das ist ein Teil. Dann gibt es einen Bereich von Aufgaben, die die Gemeinde übernimmt, die im Bereich der allgemein staatlichen Aufgaben anzusiedeln ist. Bereich Kindergarten, Bereich Integrationsarbeit, Jugendhilfe. Dort gibt es die Zuschüsse für die Gemeinde als anerkannten Wohlfahrtsverband, wie für die anderen Wohlfahrtsverbände auch. Dann gibt es einen ganz kleinen Teil Spenden. Und dann gibt es noch einen großen Brocken, nämlich den Anteil an der Finanzierung aus dem Staatsvertrag mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Dann bleibt noch zum Schluss, aber das ist im Bereich der Steuer noch anzusiedeln, diejenigen Gemeindemitglieder, die nicht mehr im Arbeitsprozess stehen und keine Steuern zahlen, die zahlen ein Kultusgeld, was aber relativ gering ist. Wir haben derzeit ca. 7.500 Gemeindemitglieder. Vor 16 Jahren waren es noch 1.500, das heißt, wir haben uns in 16 Jahren verfünffacht. Sie setzt sich zusammen, fast 90% derzeit aus Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion, die in den letzten 16 Jahren zu uns gekommen sind. Der Altbestand, also der Alteingesessenen, macht nur noch etwas über 10% aus. Es ist ja so, dass wir nicht nur unsere 7.400 Gemeindemitglieder betreuen, sondern die auch nichtjüdischen Ehepartner oder Familienangehörige, wobei man in etwa noch mit ein Drittel dazu rechnen kann. Und natürlich kommen diese Menschen genauso und sind herzlich willkommen wie unsere Gemeindemitglieder. Als wir hergekommen sind, war die Gemeinde 180 Mitglieder. Und dann war das ja gerade so die Zeit, wo eben die Leute aus Russland auch einreisen durften in die Gemeinden, wurden nach und nach aufgefüllt. Die wurden dann Anfang der 90er Jahre, kamen eben Familien, kleine Familien, also Einzelpersonen auch. Es war sehr übersichtlich damals noch. Und dann würde ich sagen, sagen wir so ab 95, 96 kamen dann die Massen an russischen Mitgliedern. Und eigentlich war es gut, sonst könnten wir die Gemeinde zumachen. Wenn sie am Freitagabend hierher kommen oder am Samstag früh, wir sind die Einzigen, die kein Russisch sprechen. Anfangs kamen viele ältere Menschen, viele eben, die auch sehr viele Schwierigkeiten hatten, die deutsche Sprache zu erlernen. Die Leute mussten natürlich auch dem Religionsunterricht zugeführt werden. Die hatten ja viele Leute auch keine Ahnung von jüdischer Tradition, jüdischer Religion, sodass wir auch nicht nur Sprachkurse, sondern auch Religionskurse angeboten haben. Und zusammen mit unserem Religionslehrer, mit unserem Hassan. Über 30 Jahre haben wir keinen Gottesdienst hier abends gehabt, weil am Freitagabend, weil es nicht genug Leute gab. Wir müssen 10 jüdische Männer haben, um ein Gebet abhalten zu können. Und das gab es nicht. Wir haben nämlich auch das Glück, sehr viele gut ausgebildete Eltern und Großeltern zu haben, die nicht mehr im Berufsleben sind, weil sie eben keinen Platz mehr gefunden haben in dieser Gesellschaft oder nicht mehr den Arbeitsplatz gefunden haben. Und die engagieren sich dann ehrenamtlich. Und diese Mütter, Väter oder Großeltern, die kommen dann hier unentgeltlich in den Kindergarten und machen mit denen Mathematik oder Englisch oder Schach oder mit den Kleinen. Und da ist relativ gute Resonanz. Also die Kinder sind entweder 2-, 3- oder 4-sprachig. Und die leben in diesen verschiedenen Kulturen und die befruchten sich gegenseitig. Und hätten wir die Zuwanderung nicht gehabt in allen Gemeinden, da wären entweder ein Großteil der jüdischen Gemeinden in Deutschland schon längst ausgestorben oder wir hätten die Vielfalt an kulturellem Leben nicht zu bieten gehabt. Die Zagrabin-Schule ist so, wie sie jetzt dieses Jahr gestartet hat, 160 Kinder. Also wir fahren jetzt praktisch zweigleisig und wir haben jetzt parallel, jede Klasse parallel. Und jede Klasse hat selbstverständlich ihre Lehrer für die profanen Fächer. Und dann haben wir noch ein ganzes Team für die jüdischen Fächer, für das Hebräische, für das Jüdische, für die Erzieherin, die Gestaltungen. Also das teilt sich auf mit dem Anteil, wie jede andere Grundschule hat, nämlich die profanen Fächer. Und die Nachmittagsstunden gehören eben der Ganztagsschule, was das Judentum angeht und alles, was dazu gehört. Ist es schwer, auch ein Jugendzentrum so aufzubauen wie zum Beispiel in Köln oder in Düsseldorf? Die haben viel mehr Möglichkeiten, weil sie mehr Kinder haben und dadurch auch mehr Gruppen machen können. Kinder sind nie interessiert. Man muss sie irgendwie, ich kann mich erinnern, meine Kinder wollten auch nicht zum Religionsunterricht. Ich musste sie bestechen und so weiter. Und ich habe sie gezwungen, hierher zu kommen. Und nachher hat es ihnen gefallen.
ich kann nicht sagen, dass ich so religiös bin, so fromm bin, aber die Traditionen sind mir wichtig. Aber manchmal weiß ich gar nicht, was diese Tradition bedeutet, ja, aber ich mache sie einfach, weil die von meiner Mutter mir gegeben worden ist. Und deswegen finde ich wichtig, dass es weitergeht.